damit willkommen zurück zu unserer kleinen Serie. Diesmal soll es ein wenig um die Hilfe gehen, und zwar wenn ihr ein Validierungsproblem habt, weil ihr eure Karte einfach spielen wollt und dieser Bildschirm erscheint. Fehler, Objektbereich nicht frei, das Objekt könnte andere Objekte oder den Boden überlappen oder einfach mehr freien Platz um sich herum benötigen. Das kann betreffen für Spawnpunkte, für Abholungspunkte, je nachdem was ihr gebaut habt, für Bäume, diverse Pflanzen, Computerintelligenz, also sprich Kreaturen, Figuren, alles mögliche und Fahrzeuge. Das bedeutet, ihr habt dann die Möglichkeit, entweder ihr macht alles rückgängig, sprich R3 und nach links drücken und versucht so lange es geht, oder ihr geht einfach mit der Optionstaste in das Menü, geht hier unten auf Editor Option und dann geht hier unten auf Validierung. In dem Bereich seht ihr, hier oben haben wir die 5 Kreuze, das habe ich vorher mal so ein bisschen eingestellt, also mit Absicht ein paar Fehler eingebaut, die wirklich quer verteilt auf der Karte sind. Alles, was ein Ausrufezeichen hat, ist kein Problem, damit könnt ihr die Karte trotzdem spielen und auch trotzdem online stellen. Unten sieht man halt, was wirklich wichtig ist, sind die Dinge nicht ergeben, könnt ihr nicht spielen. Das bedeutet, wir gehen einfach hier oben, suchen wir uns raus, drücken einfach mit X drauf und kommen direkt am Fehler raus. Dann könnt ihr einfach in dem Fall bewegen, setzen auf den Fußboden und haben diesen Fehler schon behoben. Denn wenn wir jetzt wieder mit Optionstaste in das Menü hineingehen, wieder auf die Validierung, sieht man, dass wir nur 4 Kreuze haben. Das machen wir jetzt mal fix überall. Man sieht hier auch wieder, und zwar geht es hier um die Schussweste, die habe ich irgendwo drin versteckt. Und dann holen wir die einfach da raus. Ist einfach das Problem, dass ihr das Zeug nicht übereinander lappen lassen könnt oder unterhalb der Karte. Objekte sind kein Problem, also Bäume oder sowas funktioniert. Dass die nur zur Hälfte rausgucken. So, die setzen wir einfach her. Zack. Das packen wir auch auf den Boden. Sprich, man sieht hier, bei diesen Teilen ist das wirklich egal. Das packe ich wieder runter. So, damit es ein wenig im Boden ragt. Und nicht nur oben drauf liegt. Da kann man noch ein Stückchen was machen. Gehen wieder auf das Optionsmenü. Schauen in die Editor-Option, in die Validierung. Und sehen, wir haben bloß noch 3 Kreuze. Das gleiche machen wir mit der KI. Man sieht, ich habe es wirklich quer über der ganzen Map verteilt, wo die Fehler sind. Und zwar haben wir hier zum Beispiel, sprich wenn ihr hier Kreaturen, ich habe in diesem Fall diesen Hund, halb in der Wand drin, das funktioniert nicht. So, damit haben wir noch 2 Kreuze. Wieder auf Editor Option, wieder die Validierung. Also ganz wichtig, einfach bloß auf die Validierung, dann einfach mit X drücken. Hier haben wir wieder eine Kreatur. Diesen Fall eine Schlange, halb in der Karte. So, und noch ein letztes Mal. Auf Validierung. Fahrzeugbereich. Das Fahrzeug ist nicht da, wo es nutzbar ist. Sprich, es war hier im Baum drin und auch im Boden drin. Und bei Fahrzeugen, die ihr frei fahren könnt, müsst ihr darauf achten, dass diese eben frei verfügbar sind. So, das packen wir jetzt her. Und jetzt gehen wir mal auf Spielen. Und man sieht, das war der ganze Trick dabei. Also wirklich wichtig, Editionsmenü, auf die Validierung und direkt drauf drücken, wo ihr rauskommen wollt. Und schon könnt ihr eure Karte spielen bzw. auch online stellen. Ich hoffe, damit ein bisschen geholfen zu haben und wünsche euch viel Spaß beim Basteln und Bauen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut.